Im folgenden Video wollen wir uns mal mit uns selbst beschäftigen. Was ist Deutsch? Wie sehen uns andere Länder und was fällt ihnen angenehm und unangenehm an uns auf? Dies können natürlich Leute, die nicht aus Deutschland sind, viel besser beurteilen und so haben wir in 12 Ländern nachgefragt, was für sie Deutsch ist. Viel Spaß bei Wie sehen uns andere Länder? Österreich. Nichts ist einem so fremd wie das, was einem eigentlich vertraut ist. Österreicher sprechen die gleiche Sprache, naja, mehr oder weniger zumindest wie wir. Trotzdem mögen viele Österreicher die Deutschen nicht, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie uns so gut kennen. Deutsche werden in Österreich als Piefke bezeichnet. Sie gelten als humor- und kulturlos, vor allem für die Wiener. Dabei wissen die meisten Österreicher gut darüber Bescheid, was in Deutschland so vor sich geht und auch in der Geschichte haben sich Österreicher lange als Teil einer deutschen Identität gesehen. Heute sagen manche Österreicher, dass sie die Deutschen nicht mögen würden, umgekehrt finden die meisten Deutschen Österreich hingegen ziemlich klasse. Na toll! Schweiz. Anders als die Österreicher sind Schweizer noch nie wirklich Teil eines deutschen Nationalgefühls gewesen. Schon gar nicht die ca. 30% Schweizer, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Die Schweizer haben übrigens am häufigsten in Bezug auf Deutsche gegoogelt, warum sie so groß sind und so gut Englisch sprechen. Im Gegensatz zu den Österreichern gibt es keine besondere Rivalität der Schweizer zu uns. Allerdings sind einige der Eidgenossen davon genervt, dass so viele Deutsche in die Schweiz kommen, um zu arbeiten. Die Schweizer hingegen nutzen Deutschland gerne als Land, in dem eingekauft wird, ähnlich wie die Deutschen nach Polen fahren. Frankreich. In Frankreich schaut man traditionell etwas misstrauisch Richtung Osten. Auch wenn seit 70 Jahren Frieden herrscht und man gemeinsam versucht, die EU zum Funktionieren zu bringen, sind die Geschichtsbücher natürlich voll mit Erinnerungen an die Kriege der letzten 170 Jahre. So steht das Verhältnis Frankreichs zu uns und das Ansehen der Deutschen im Spannungsfeld zwischen kriegerischer Geschichte und friedlicher Gegenwart. Der deutsch-französische Sender Arte beschäftigt sich häufig mit der Art und Weise, wie sich die beiden Länder wahrnehmen. Übrigens googeln auch die Franzosen häufig, warum die Deutschen bloß so gut Englisch sprechen. Bei denen ist das ja aber auch kein Wunder. Polen. Den Polen ist ziemlich egal, warum die Deutschen so gut Englisch sprechen. Sie googelten am häufigsten, warum Deutschland nur so reich sei. Deutschland ist für viele Polen ein Vorbild und das Ziel ist, in einigen Jahrzehnten wirtschaftlich auf einem Level mit dem reichen Nachbarn zu sein. Das klingt auch gar nicht mal so unrealistisch, haben die Polen schließlich seit vielen Jahrzehnten ein deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum als wir. Polen und Deutsche haben jahrhundertelang mal mehr, mal weniger friedlich nebeneinander gelebt. Auch heute noch leben fast 1 Million Polen in Deutschland und sind somit nach den Türken und vor den Italienern die zweitgrößte Gruppe an Ausländern in diesem Land. Russland. Russland und Deutschland liegen einige hundert Kilometer auseinander. Wenn Russen nach Deutschen googeln, fragen sie am häufigsten, warum die Deutschen den Krieg verloren haben. Für viele Russen gilt Deutschland heute als ein typisch westliches Land und als klassischer Verbündeter der USA und auch als Rivale. Russen bewundern häufig moderne deutsche Autos und die fortgeschrittene deutsche Technik, was natürlich daran liegt, dass Russland vor allem von Rohstoffexporten lebt. Deutschland gilt für viele Russen auch als ein sehr reiches Land, in dem es den meisten Menschen gut geht. Die Deutschen werden in Russland als Kartoschki, also Kartoffeln, bezeichnet und das, obwohl Russen fast doppelt so viele Kartoffeln essen wie die Deutschen. Kroatien. Deutsche werden in Kroatien auch als Schwaben bezeichnet. Die meisten Deutschen kommen nach Kroatien als Touristen, um die schönen Strände zu genießen. Viele Kroaten arbeiten in Deutschland. Vor allem Anfang der 90er Jahre erfreuten sich deutsche Politiker großer Beliebtheit in dem Land am Mittelmeer, da Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher die kroatische Unabhängigkeit aktiv unterstützten. Auch war Deutschland traditionell der Verbündete der Kroaten, während die Serben von Russland protegiert wurden. Die kriegerischen Zeiten sind heutzutage aber Gott sei Dank sowohl in Kroatien als auch in Deutschland vorbei. Italien. Italien und Deutschland haben bereits enge Beziehungen miteinander geführt, als es weder Italien noch Deutschland überhaupt gab. Die Menschen diesseits und jenseits der Alpen trieben Handel und besuchten sich gegenseitig. Das heutige Verhältnis lässt sich am besten so beschreiben. Die Deutschen lieben die Italiener, ihr Essen, ihre Musik, ihre Landschaften und die Herzlichkeit, aber sie haben nicht besonders viel Respekt für sie übrig. Bei den Italienern ist es umgekehrt. Sie äußern sich häufig voller Respekt für die Menschen im Norden. Für ihre Pünktlichkeit, ihre Effektivität und Präzision, also für alles, was den Italienern angeblich fehlt. Aber lieben tun sie Deutschland nur selten. So beschreibt die häufigste Google-Nachfrage sehr gut die italienische Sicht auf uns. Die lautet nämlich: Warum haben die Deutschen keinen Humor? Griechenland.
Das griechisch-deutsche Verhältnis wird von zwei politischen Entscheidungen in Deutschland beeinflusst. Einerseits von der fehlenden Bereitschaft, einen Schuldenschnitt vorzunehmen, und andererseits Griechenland zu Reformen zu zwingen. Beides ist dort sehr unpopulär und hat dazu geführt, dass das Land heutzutage noch deutlich verschuldeter ist als zu Zeiten der Krise. Auch weigert sich Deutschland seit 70 Jahren, Entschädigungen wegen Kriegsverbrechen zu zahlen. Die schlechte Presse über die faulen Pleite Griechen tat ihr Übriges, doch seit ca. 3 Jahren wandelt sich das Klima in Griechenland, da die Deutschen wegen der Flüchtlingskrise einige verspielte Sympathien wieder gut gemacht haben. USA. Die USA sind natürlich deutlich weiter weg von uns als all unsere europäischen Nachbarn. Viele Amis sehen Deutschland als das Land des Bieres, der Autobahn und der Lederhosen. Das liegt vor allem daran, dass die meisten amerikanischen Soldaten in Bayern oder anderen Gegenden Süddeutschlands stationiert waren. Auch sind viele US-Amerikaner die Nachfahren von deutschen Auswanderern und manche sprechen gar bis heute noch Deutsch zu Hause. Berühmtestes Event in Deutschland ist natürlich, wer hätte es gedacht, das Oktoberfest. Japan. Wer schon einmal in Japan war, der weiß, dass dort ganz andere Gepflogenheiten herrschen als hierzulande. Japaner sind deutlich distanzierter und höflicher als die meisten Europäer. Für die Deutschen haben viele Japaner aber eine gewisse Bewunderung. Man hört auch häufig, dass die Japaner sich selbst als die Deutschen von Asien sehen, da bei ihnen ebenfalls die Arbeit eine große Rolle spielt, sie technisch hochentwickelt sind und sie viel Wert auf Präzision legen. Auch spielt die Automobilindustrie in beiden Ländern eine sehr große Rolle. Kommen Japaner nach Deutschland, dann interessieren sie sich vor allem für Burgen und Schlösser. Deutschland gilt vielen Japanern als Land der Romantik. Naja, Niederlande. In den Niederlanden sind die Deutschen mindestens genauso unbeliebt wie in Österreich. Das liegt natürlich auch daran, dass man eine relativ ähnliche Kultur und Sprache hat, dass Deutschland der große Nachbar ist und dass man im Fußball eine bittere Rivalität pflegt. Dabei sind beide Länder sich nicht gerade fremd. Sowohl fahren Deutsche gerne nach Holland, um dort Fastfood, Strände und Cannabis zu genießen, als auch umgekehrt Niederländer zu uns kommen, um zum Beispiel in den Bergen wandern zu gehen. Für Holländer ist nämlich alles, was höher ist als eine Düne, bereits ein Berg. Es gibt übrigens eine Faustregel für die Rivalität zu den Deutschen. Man sagt, je weiter weg man von der Grenze kommt, umso stärker wird sie. England. Falls Europa eine große Familie wäre, dann wären die Österreicher unsere Brüder und die Engländer unsere Cousins. England liegt ein bisschen ab der Großfamilie auf einer Insel und versucht sich nicht allzu viel in europäische Angelegenheiten einzumischen. Hier hat man seit einigen hundert Jahren eher internationale Ambitionen. Das deutsch-englische Verhältnis war jahrzehntelang vor allem von zwei Dingen geprägt: Fußball und Nazis. Vor allem der Fußball half aber auch, es wieder zu verbessern. Die WM 2006 erlebten zehntausende Engländer friedlich in deutschen Biergärten. Dass sie auch dieses Mal wieder nichts holen konnten, ist ja auch irgendwie nicht unsere Schuld, oder? Ich frag mich, ob irgendjemand auch googelt, warum die Engländer so gut Englisch sprechen. Wie seht ihr Deutschland? Wir scheinen ja an manchen Ecken relativ unbeliebt zu sein. Verratet es uns in den Kommentaren.